Recht herzliches Willkommen zurück hier bei eurer lieben Nivan. Und wie ihr seht, haben wir schon wieder die neue Generation, also die nächsten Produkte von Pokémon hier. Pikachu, Evoli und Endynalos V. Und natürlich im Hintergrund haben wir hier auch noch einmal die Endynalos VMAX Premium Kollektion. Aber wir fangen natürlich als erstes mit den wunderschönen Tinboxen an. Und wie es so nach den Nummern geht, natürlich mit Pikachu. Ich hoffe, dass da die Bildqualität gerade gut ist. Mir ist mir das Handy dreimal runtergeflogen, nachdem ich versucht habe, es in die Halterung festzumachen. Und ich bewundere Samsung da immer wieder, dass die da so extrem robust sind. Keine Kratzer hat mein Handy abbekommen und auch keine Macken. So. Pikachu, schon mal den Müll beiseite. Und machen wir auf. So, dann haben wir hier erstmal die wunderschöne Pikachu-Karte. Pikachu V mit Pikaball und Rundparcours. 30 Damage plus 30 auch für jedes weitere auf der Bank. Gar nicht so schlecht. Ich hole jetzt mal hier raus. Ist auch ganz locker drin gewesen. Es hat, glaube ich, keine Macken oder so. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Einwandfrei. Sehr schöne Karte. Den Code mache ich weg. Pikachu legen wir uns jetzt mal schon mal hier hin. So. Und was haben wir denn da für schöne Booster? Vier Stück sind es an der Zahl. Und wir haben hier zweimal flammende Finsternis. Einmal Welten im Wandel und Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Gut, dann wollen wir mal anfangen mit den Ältesten natürlich zuerst. Mit Stunde der Wächter. Und da guckt uns auch schon ein Nassgenäht an. Und der Code will ja gleich im Boostermüll liegen bleiben. Das ist auch okay. So, dann wollen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4. Im Moment gebe ich zu viel Geld für Pokémon aus. Habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen. Meine Feuerenergie. Feldgebläse. Das ist rausrotiert, soweit ich weiß. Mogelbaum, Latanekto, Nassgenäht, Reißlaus, Viscora, Weimer, Tanel, Alola Kleinstein und unser erster Hit ist ein Capufala GX. Im Standardformat sind die Karten leider rausrotiert, aber man kann sie, glaube ich, noch in erweiterten spielen. Da müsste ich mich nochmal drüber informieren. Wir haben jedenfalls schon mal den ersten Hit in unserer Pikachu-Tinbox. Als nächstes machen wir weiter mit Welten im Wandel. Da hatten wir ja immer schön die Full Art Trainer, also die Full Art Trainer Pokémon Teamkarten. So, machen wir nochmal die weg. Und wieder vier Karten nach vorne. Habt ihr denn vor, euch die Tinboxen auch zu kaufen? Die kosten ja momentan durch Corona bedingt etwas weniger. Öde des Chaos, die brauche ich noch. Genau. Typ 0, Griffel, Flegnoil, Pikolente, Flauschling. Was haben wir hier noch? Alola Slimer, Anorith und ein Zenlong in Nicht-Holo. Das ist aber völlig okay. Also, ich hole mir ja die Boxen, also ich versuche mir die immer zu holen, alle nach und nach, um mein Set halt auch vollständig zu bekommen. Und weil ich halt auch, sobald dieses doofe Corona-Zeug vorbei ist, dass ich halt auch an den Turnieren wieder teilnehmen kann mit Anständigen. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung, da hat Amazon mir tatsächlich eben noch ein Päckchen gebracht, auf das ich schon gewartet hatte. Ich habe nicht hineingeguckt, ich habe extra für euch gewartet. Sagen wir mal, ein Starrer Lili. Dann haben wir noch Stolunior, Petsnief, Bautz, gute Karte für manche Decks. Bummeluff, Bubongus. Oh, ich habe nicht geschaffelt, ne? Oh shit. Dann machen wir ja mal so. Gelatropo, Rose. Und hier noch Granowitz, Elektroenergie. So, jetzt können wir weitermachen. Und wir haben hier einen Ramoff, auch ohne Holo, ist nicht schlimm. Also, Amazon hat mir gerade voll den Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich da gerade vergessen habe, das Booster zu schaffeln. Oder der Booster, den Booster. Könnt mir ja sagen, wie es richtig heißt.
Ob das Booster, der Booster, den Booster, was auch immer. Pokémon ist ein Phänomen. 1, 2, 3, 4. Mein Freund müsste auch bald nach Hause kommen. Wir haben jetzt hier eine Kampfenergie. Kampfhandschuhe. Klick-Klack. Abatros. Pummeluff. Diktar mit der coolen Figur im Hintergrund. Sodamak. Weberak. Fobel. Silvaro in Reverse und ein Lugia in Non-Holo. Dann hat uns Pikachu leider kein Glück gebracht. Wir haben außer Capufala in dieser Box leider nichts gezogen. Das soll uns aber jetzt nicht aufhalten, ne? Sagen wir mal. Dann legen wir mal die Karten, Karten beiseite. Ja, Pikachu hier so mit Capufala. Als nächstes nehmen wir Evoli, weil Evoli die Nummer 50 ist in dem Pokédex. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich habe jetzt... Oder war es 125? Ich weiß es nicht mehr. Also ich mache jetzt erstmal das Plastik ab. Geh ab, du! Oh, warum zur Hölle ist das auch immer so robust? So, aber wenigstens weiß man, dass wenn die noch eingeschweißt sind, dass da keiner irgendwie Booster abgebogen hat. So, jetzt haben wir hier die Evoli-Box. So. Huch, und es springt uns schon entgegen. Nicht schlecht. Die wunderschöne Evoli-V-Box mit Sammeln, ziehe drei Karten und kühner Kumpel. Wenn deine Unterstützerkarte während des Zuges aus deiner Hand gespielt hast, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Ich finde die jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Dann legen wir Evoli mal dahin. Codekarte beiseite. Booster raus. Und hier haben wir auch wieder Stunde der Wächter, Sonne, Mond, Welten im Wandel und die beiden aktuellsten Booster. Mal natürlich direkt weiter mit. Warum ist die Kamera schief? Das ist zu schief. So, sorry übrigens dafür, dass heute keine Poke, also keine Playmat unter den Karten sind. Ich habe die weggeräumt und weiß nicht wohin. Ich hoffe, aber im Müll sind sie definitiv nicht gelandet. Dafür waren sie mir einfach zu wertvoll. So, Feuerenergie. Mal beiseite schieben. Schutzzone des Ätherparadies. Halla. Mogelbaum. Formeo. Gelatini, Kramurx, Mollunk, nerviges Pokémon, Nassgenäht, die Reverse ist wieder ein Feldgebläse und ein Viskogon in Holo. Die Karte ist tatsächlich sehr schön, die habe ich nie gezogen damals. Jetzt habe ich sie endlich, habe ich schon mal zumindest eine Holo-Karte, die legen wir jetzt mal hier zu. Und die anderen beiseite. Der nächste Booster, Welten im Wandel. Da habe ich nicht so zugeschlagen, weil ich da von den Karten nicht so begeistert gewesen bin. Ich habe aber jetzt Flammende Finsternis mir wieder ein Display besorgt gehabt. So. Eine Kampfenergie. Wir haben es heute mit Kampfenergien. Vibrava. Superfänger. Drakium Z. Weiß ich gar nicht, ob die überhaupt gespielt wurden von irgendjemandem. Felursi. Bautz. Paragoni. Magnetilo, Joclef, Reverse Alola Slimer und ein Wili. Keine Karte, nicht schlimm, wir haben noch zwei Booster übrig von der Evoli V-Box. So, dann kommt jetzt die flammende Finsternis. Mal schauen, ob wir hier diesmal Glück haben. So eine Pflanzenenergie. Der Umhang der Stärke. Kraftenergie. Sonnenfell. Lusardin. Kupfanti. Fatalité. Barschwa. Quatermark. Reverse Flamly. Und ein Fruyal. In Non-Holo. Geh mal weg jetzt hier, Tari. Wieder nix. Bitte, bitte, lass uns in diesem
Chaos der Pokémon-Geschichte weitere gute Karten ziehen. Ich weiß nicht, ob da jetzt was Gutes drin ist. Vielleicht habe ich auch einfach nur die Karte gerade gesehen. So. Muss ich schon wieder unterbrechen? Ich hoffe nicht. So, Kampfenergie. Versteckte Unlichtenergie. Datignis. Hypnomorba. Snubbull. Meltan. Skoppel. Sehr Full Art. Schön halte ich. Paras. Laffita. Reverse Quartermark. Und tatsächlich, wir haben einen Olanga V-Max. Sehr gut. Ich habe aber immer noch keinen Olanga. Das heißt, ich kann sie sowieso nicht benutzen. Aber wir haben zumindest in der Evoli-Box zwei Hits gehabt. So. Weiter geht's gleich direkt mit Endina los. Komm mal her, du. So. Hier ist die Endina los Box. Mal direkt hinter der Kamera aufmachen. Mein Zahnarzt dankt mir jedes Mal, wenn ich die Zähne dafür benutze. Geh auf. Oh. Ich habe das Gefühl, dass diese Plastiktüten auch von Mal zu Mal schwerer aufgehen. Oder ich werde einfach nach und nach zu schwach. Gut. So, Endina los. Hier haben wir sie. Endina los wie mit Kraftbeschleuniger und Dynamax-Kanone. Ich weiß nicht, ob die anderen Endinalos-Karten diese Fähigkeit auch besitzen. Da ich leider noch nicht wirklich darauf geachtet habe. Oh, diesmal ist der Code unter dem Plastik. Das ist seltsam. Okay, nehmen wir mal beiseite. Alles draußen? Ja, so. Wir hatten bis jetzt noch keinen Unterschied in den Boostern drin. Ne? Hier ist nochmal wieder Stunde der Wächter und wieder Sonne, Mond, Welten im Wandel. So, dann fangen wir wieder bei dem ältesten Booster an. Und man guckt uns direkt einen Wuffels an. Rotkarte beiseite. So. Dann haben wir hier. Nein, Schaffeln. Schaffeln. 1, 2, 3, 4. Ich hab's heute. Mein Kopf ist nicht da, wo er sein sollte. Schon wieder eine Kampfenergie. Wir haben heute echt Tag des Kampfes. Hypnomorba. Koalelu. Rettungstrage. Wuffels. Nasknet. Komm raus da. Formio, Paragoni, Schwalbini, Reverse Nagelos und ein Tohaido. Kein Pull im alten Booster, das ist völlig in Ordnung. Die sind sowieso rausrotiert. Es sei denn, die Karten, die halt in anderen Booster-Serien wieder neu gedruckt wurden, die sind natürlich wieder mit dabei, solange derselbe Kartendeck ist. Text vorhanden ist. So. Und schon wieder eine Kampfenergie. Ich hab's echt. So. Endsentschluss. Flunkiefer. Flamara. Schöne Karte übrigens. Velursi. Gladiantri. Leufeo. Smogon. Nasknet. Reverse Pipi. RIP. Übrigens Feen-Pokémon. Und ein Waschaquill. Ebenfalls kein Holo. Aber mir gefällt das Artwork sehr. Sehr schön. Die Drachen- und Feen-Pokémon sind ja ebenfalls raus aus dem Spiel. Finde ich eigentlich schade, weil ich fand die Drachen-Pokémon zwar cool. Aber es gab halt einfach zu wenig von denen, glaube ich, dass sie gesagt haben, ja, mache ich wieder raus oder keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Pflanzenenergie. Endlich mal eine andere Energiekarte. Dann haben wir hier einen Sonfehl. Relikant. Yeltröte. Keine Ahnung, ob die gut ist. Skoppel. Toxel. Fatalité. Laukaps. Meltan. Reverse Laukaps. Und ein Voltenso. Auch dieses Artwork finde ich sehr schön. Meine Lieblings-Pokémon sind übrigens so gut wie alle Elektrotypen. Lang leben Elektro-Pokémon. Wenn Stromausfall herrscht, haben wir noch Strom. Und mein absolutes Favoriten-Pokémon ist Blitzer. Falls ihr das noch nicht gewusst habt. Blitzer ist ja auch das Favo-Pokémon von Plushie. So. Und Elektro, da haben wir sie. Hoffentlich bringt uns diese Elektro-Karte Glück. Da haben wir ein seltenes Fossil.
Veggie-Cheetah, Soda-Cheetah, oh, gleich beide. Klick, fehlt noch eins, Picolente, Voltilam, wieder ein Elektro-Pokémon, Paras, Hypno-Mollymorber meine ich, Picolente Reverse und schade, schade, ein Stalobor in Non-Holo. Endinalos hat uns gar nichts gegönnt, leider. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben jetzt noch gleich direkt die Endinalos Vinax-Box. Die werde ich aber, glaube ich, auch noch in einem separaten Video machen. Da werden wir dann gleich gucken, was wir da noch für ein Glück haben. Und ich habe ihr schon mal die Ausbeute von unserem jetzigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf das Abo, wenn ihr mich hier abonnieren würdet. Da. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao, eure liebe Nivan.